Ich bin hier bei Holarse Gaming und ich habe hier neben mir den Michael, richtig? Was interessiert dich eigentlich am Linux-Tag? Warum bist du hier mit Holarse? Ich bin hier mit Holarse, um den Leuten zu zeigen, dass man auch auf dem Linux-Betriebssystem einigermaßen vernünftig bis sehr, sehr gut spielen kann. Was würdest du schätzen, wie viele unfreie Spiele kann man so spielen? Also so Prozentzahl, so eine Schätzung. Wahrscheinlich eine ziemlich mutige Frage. Weiß ich jetzt so auf Anhieb auch nicht. Also vor 3 Jahren hätte ich noch irgendwo in einstelligen Bereich tendiert. Ich kann jetzt auch nicht wirklich sagen, ob das mittlerweile besser geworden ist. Aber ich sag mal, dank dem Linux-Engagement seitens Steam ist ja ordentlich was dabei gekommen. Die ganzen Valve-Pakete, die jetzt seit kurzem draußen sind, ich weiß es gar nicht genau. Ich glaube, angefangen hat es mit den ersten Half-Life-Teilen und mittlerweile sind dann auch so Sachen wie Postal 2, Portal raus. Spielst du mehr unfreie oder mehr freie Spiele unter Linux? Ich persönlich bin mehr der freie Spiele-Spieler. Also ich bin halt unheimlich interessiert an den Sachen, die ein paar Tage auf dem Kasten haben. Sieht man auch hier im Moment, Jagged Alliance 2 bin ich im Moment wieder am Suchten, wie vor 10 Jahren schon mal. Und was die kommerziellen Sachen angeht, wenn es mich interessiert, prinzipiell, also wenn es ein schönes Spielprinzip ist, Left 4 Dead hat jetzt vor kurzem in die Kerbe geschlagen, dann ja, aber es ist jetzt nicht so, dass ich da jedem kommerziellen Titel hinterherlaufe. Also du spielst auch mehr diese Spiele, wo man schnell einsteigen kann und nicht lange irgendwie rumrühren muss, so wie Roguelike-Spiele, sowas in der Richtung? Das letzte Roguelike, was ich gespielt habe, war Doom Roguelike. Ja, okay. Aber auch eine freie Sache dann. Weiß nicht, ob das bekannt ist. Unter welchem Betriebssystem, also unter welcher Linux-Distribution spielst du denn? Ich bin ehemaliger Ubuntu-User und habe aufgrund von. Darf man das so sagen? Ich hoffe doch. Wir sind ein freier Podcast. Und bin aufgrund von GNOME 3 und Unity auf Ubuntu umgestiegen. Also hatte mich erst versucht mit XFCE, kam nicht so drauf klar und dann jetzt eben LXDE. LXDE steht ja auch nicht im Weg. Erzähl mal noch ein bisschen, welche Spiele du gerade so spielst, außer Portal. Was spiele ich im Moment? Left 4 Dead 2, viel im Multiplayer, seitdem es raus ist. Wie gesagt, Jagged Alliance 2, den neuen FreeDroid-Dev bin ich am Anspielen im Moment, weil die viel am Level-Design gemacht haben. Ansonsten die Allzeit-Klassiker, also Free Heroes Engine bin ich immer mal am Spielen zum Überbrücken, weil das ist eine Sache, die man für 5 Minuten aufreißen kann und dann einfach wieder schließen kann. Und ja. Ich habe jetzt kürzlich gehört, dass Free Civilization jetzt, dass man das auch im Webbrowser spielen kann, komplett mit HTML5. Schon mal gesehen, gehört? Gesehen und gehört, ja, aber noch nicht selbst gespielt. Und bin auch nicht so der FreeCiv-Spieler. Also ich auch nicht. Okay. Eine letzte Frage. Was macht ihr hier am Linux-Tag? Kann man zu eurem Stand hinkommen und fragen, wie kriege ich das Spiel zum Laufen? Oder was gibt es überhaupt für Spiele? Oder ist es schwieriger, das Spiel zum Laufen zu bekommen oder das richtige Spiel zu finden? Okay. Das ist eigentlich auch so eine typische Frage. Vor 3 Jahren wäre das total in die Hose gegangen. Also da wären die Fragen, die uns gestellt worden wären eben gewesen, wie kriegt man das XYZ zum Laufen? Aber ja, dank Steam, dank Desura, Humble Bundle etc. Also meistens läuft es ja mittlerweile darauf hinaus, dass man eine One-Click-Lösung hat, sich Deb-Files installiert oder auch anderweitig über einen Client eben arbeitet. Von daher, der meiste Publikumsverkehr, der hier entsteht, die schauen einfach nur mal nach, was auf den Monitoren läuft, gerade auf dem großen Präsentationsmonitor, stellen auch hier und da mal Fragen. Eben war mal jemand da, der fragte nach Strategiespielen, aber ich glaube so wirklich diese Troubleshootings, die laufen so langsam ins Leere, also mit jeder neuen aktuellen Linux-Distri und verläuft sich das ein bisschen. Ja, dann danke ich für das Interview und ich hoffe, da kommen noch viele Linux-Gamer zu dir, zu euch und haben nicht die Fragen, es geht nicht. Ne? Meistens ist es quasi wie jetzt unter den nicht freien Betriebssystemen, die Hardware könnte höchstens zu langsam sein. Ja. Ah, okay, gut. Tschüss. Ciao, ciao.
Hallo, ich bin hier bei Christopher beim Open Phoenix Projekt und er hat ein paar tolle Geräte mitgebracht, die vielleicht der ein oder andere schon kennt, die Nachfolger von dem Open Moco Projekt. Erzähl doch mal was zur Geschichte von diesem Projekt. Also das Open Phoenix Projekt versucht das, was das Open Moco Projekt erfolgreich begonnen hat, weiterzuführen. Und zwar ein wirklich offenes Smartphone zu bauen und offen im Sinne nicht nur, dass die Software offen ist, sondern auch, dass die Hardware offen ist. Und wir haben inzwischen eine Leiterplatte fertig, die ist auch schon ungefähr 300 Mal verkauft worden, die einen schnelleren Prozessor, schnelleres Modem, schnelleren USB, mehr Speicher mitbringt. Man kann die in die alten Geräte einbauen, das ist als Motherboard-Upgrade konzipiert worden, damit man auch die alten Gehäuse, Bildschirme, Batterien nicht alles wegschmeißen muss, sondern wiederverwenden kann. Und das funktioniert bisher eigentlich wunderbar. Klingt ja ein bisschen auch wie das Fairphone, also weil man so viel ersetzen kann und austauschen kann. Wie teuer wird denn das wohl sein? Wie viele Käufer bräuchte ihr theoretisch, um es in der Preiskategorie auch anbieten zu können? Also im Moment suchen wir Vorbesteller für den nächsten Produktionsdurchlauf. Da versuchen wir in etwa 200 Vorbestellungen einzusammeln und dann wird das Mainboard als Upgrade 550 Euro ungefähr kosten und ein Komplettgerät mit Gehäuse, Batterie, Bildschirm um die 700 Euro. Und ich habe von irgendwo her gehört, dass ihr einen Designer sucht, der so 3D-Modeling kann und euch ein schönes Gehäuse für das Gerät, was man dann vielleicht auch als Upgrade bekommt zu seinem bestehenden Board. Ist das richtig? Das wäre durchaus vorstellbar. Im Moment haben wir eben das Design ans Originalgehäuse angelehnt, weil es als Upgrade-Kit konzipiert war. Mhm. Deshalb waren wir irgendwo eingeschränkt, was denn die Mechanik angeht. Wenn wir jetzt einen Designer hätten, der sich um das kümmern kann, wie sieht so ein neues Gehäuse aus, wie designt man das, damit man es dann auch produzieren kann, auch in kleinen Mengen produzieren kann, eventuell auf dem 3D-Drucker oder mit Lasersintering, dann kann man sowas natürlich auch als Upgrade-Kit anbieten, wenn es mechanisch denn passt. Ja. Was läuft denn so für Software da drauf? Also angefangen vom Bootloader bis zum Betriebssystem, wo man dann draufdrücken kann? Software ist komplett alles Open Source. Der Bootloader ist ein klassischer U-Boot mit ein paar Erweiterungen, damit er die Hardware richtig unterstützt. Kann man aus dem Git runterladen von unserer Webseite und sich angucken. Danach kommt natürlich der Linux-Kernel, auch wieder Open Source. Und oben drüber hat man dann eine große Auswahl, was denn da weiterhin startet. Das kann einmal ein Standard Debian sein, wie es zum Beispiel auf dem Tablet hier läuft. Das ist ein Standard Debian mit LXDE Desktop, ohne große Anpassungen. Oder es kann das Qt Moco sein, wie es hier auf dem Smartphone zum Beispiel ist. Das ist auch ein Debian-Unterbau und obendrauf läuft eine Qt-basierte GUI für einen Benutzer. Da sind die entsprechenden Telefonie- und SMS-Apps auch schon gut benutzbar und bedienbar. Oder aber wir haben SHR, das ist eine Community-Distribution, die basiert auf Open Embedded. Die ist im Moment noch nicht ganz so einsatzfähig, weil ein paar Entwickler fehlen. Die Entwicklermannschaft ist relativ klein. Aber wir haben auch bald ein Android auf dem Gerät laufen. Innerhalb der nächsten zwei Wochen haben die Entwickler ein erstes Release in Aussicht gestellt. Das wird dann Replikant sein, ein komplett freies Android, ohne irgendwelche proprietären Teile. Also direkt von Synergien Mod geforkt, irgendwie was dann darauf angepasst wird? Oder noch rudimentärer, noch mal weiter unten angefangen? Nö, die meisten Sourcen kommen eben genau von dem Projekt. Und natürlich muss man ein paar Anpassungen machen am Kernel für die Hardware, damit die läuft und ein paar Kleinigkeiten im User Space, damit die Hardware, die der Kernel eben anbietet, auch verwendet werden kann. Aber ansonsten ist das eben komplett aus den freien Android-Quellen erstellt und eventuelle proprietäre Teile, die andere Mods noch mitliefern, die werden entsprechend entfernt oder ersetzt. Was ich jetzt auf den Open Phoenix Geräten schon gesehen habe, ist, dass die Oberfläche ziemlich schnell ist. Die Frage ist, wie schnell würde man ein Android da drauf bekommen, wenn diese, sag mal, sehr speziell angepasste Oberfläche schon so schnell sich anfühlt? Also ich habe von den Replikant-Entwicklern gehört, die auch schon mit anderen, Standard-Android-Smartphones gearbeitet haben und versucht haben, da das Replikant drauf zu portieren, dass das Gerät das schnellste ist, das sie bisher in den Händen hatten. Also die Android GUI, die ist wohl richtig rasant bedienbar und das ohne, dass noch irgendwelche 3D-Beschleuniger-Funktionen, die natürlich in der Hardware vorhanden wären, benutzt werden. Was läuft denn da für ein Prozessor drauf? Also Megahertz und ARM-Architektur, was läuft da drauf? Das ist ein Cortex A8,
mit 1 Gigahertz und das wird unterstützt von 1/2 GB RAM, 1/2 GB Flash. Und das ist schon eine relativ flotte Kombination. Ja, das ist auf jeden Fall schneller als so ein Raspberry Pi. Ja, also daraus könnte man wahrscheinlich nicht so einfach ein Telefon machen. Ja, dann zeig doch mal so ein bisschen, wie die Oberfläche funktioniert an dem OpenMoko. Wie schnell die denn wirklich ist, also Telefon-App mal so zeigen. Also das hier ist jetzt das Qt Moko, eben Debian mit einer Qt-basierten Oberfläche drauf. Und die GUI reagiert, würde ich sagen mal, rasant. Egal wo man drauf drückt, ist sofort immer alles da. Einstellungen, was hier alles gibt. Sperrbildschirm, ganz elegant mit dem Schlüssel. Ja, das sieht noch ein bisschen sehr rudimentär aus, aber ich finde auch gut, dass ein bisschen auf unnötige Animationen so verzichtet wird, was das alles sehr, sehr schnell macht. Und was auch toll ist, es gibt auch Leute, die sich dann ein komplett eigenes Gehäuse hier selber gebastelt haben. Genau, das kommt von einem tollen Mitglied aus der Community, der hat das komplette Telefongehäuse praktisch aus dem Alublock gefräst. Entsprechend komplett mit Ausschneidungen für einen Taster. Oben ein Lock, wo ein Kunststoffblock drin ist, weil da die GPS-Antenne da ist, damit die auch Empfang hat. Mhm. Und entsprechend auch Kopfhöreranschluss und Löcher für Lautsprecher, Mikrofon. Ja. Ist ein bisschen schwer, aber es ist natürlich unglaublich stabil. Und ja, er kann runterfallen, aber gut, ins Wasser dann aber trotzdem nicht. Also irgendwo ist da wahrscheinlich eine Grenze. Es ist noch nicht wasserdicht. Ja. Da arbeiten wir noch dran. Nett. Hier ist noch ein Gerät daneben. Was ist, das ist das Board selbst, wie das innen drin aussieht, nehme ich an. Genau. Das hier ist das Board, das in den Smartphones eben verbaut ist. Und man kann daraus nicht nur Smartphones bauen. Man kann eben auch ein Tablet daraus bauen, das wir vorhin gerade gesehen haben. Oder dieses Gerät hier, das ist eine Art PDA, zum Beispiel für die Gastronomie und Bestellungen aufzunehmen. Und da haben wir einfach die Leiterplatte als Modul verwendet, auf eine zweite drauf. Gepackt, einen RFID-Laser dazu, sieht man hier die Antenne, da ist Platz für eine große Batterie und der Kunde wollte noch ein paar echte Hardware-Knöpfe an der Front haben und einen Lichtsensor, um die Helligkeit vom Display automatisch regeln zu können. Das ist alles mit der gleichen Hardware-Plattform möglich, ohne dass man hier an der Leiterplatte groß was verändert. Also ich bin ehrlich gesagt gerade ziemlich begeistert, was mit dieser Plattform, so muss man das ja mittlerweile bezeichnen, das ist ja nicht nur ein Telefon, was daraus werden soll, alles machen kann. Unheimlich flexibel. Ich hoffe, dass mit Open Phoenix wirklich gut erfolgreich wird und dass ihr die nötigen Bestellungen zusammenbekommt. Ich hoffe. Ja. Ich bedanke mich für das Interview, für GNU Funst und ja. Vielen Dank und schöne Grüße an die Zuschauer. Ja, ich bin jetzt hier bei Christian, richtig? Bei XBMC. Und XBMC läuft ja auch auf einem Raspberry Pi, wie er hier zum Beispiel liegt. Und erzähl doch mal was über den aktuellen Status, weil es hat ja eine Weile gebraucht, bis es so flüssig läuft, wie ich das hier gerade gesehen habe. Ja, also die Raspberry Pi-Entwicklung hat ungefähr vor 1,5 Jahren begonnen. Und zum letzten Jahr, zum Linux-Tag, hat man ihn das erste Mal vorgestellt. War das Ganze noch sehr unstabil, ist öfter abgestürzt und wir mussten das ganze Teil neu starten. Und im letzten Jahr hat es praktisch durch die Entwicklung von einigen Entwicklern, die Platine dann auch erwerben konnten, beziehungsweise haben wir sie zur Verfügung gestellt bekommen, sind einige Optimierungen eingeflossen, die dazu geführt haben, dass es jetzt durchaus in einem brauchbaren Zustand ist und man, sag ich mal, das schon als Media Center bezeichnen kann von der Geschwindigkeit her, wie man jetzt ja auch sieht. Das sind ja immerhin Full-HD-Bilder im Hintergrund, die kommen also doch ganz schön schnell an. Du hast auch so eine spezielle Fernbedienung und ich nehme an, dass sich solche Fernbedienungen wie diese, das ist ja jetzt nur ein Beispiel, sich wahrscheinlich out of the box mit dem XBMC verstehen oder muss man da noch viel konfigurieren? Die Art Fernbedienung hat den Vorteil, dass die sich wie eine ganz normale Tastatur verhält. Sprich, die funktioniert an allen Geräten, die mit einer Tastatur von USB-Port umgehen können. Also es ist über diesen kleinen USB-Dongle hier per Funk gekoppelt sozusagen. Ja, das ist nett. Man kann auch Spiele spielen, nehme ich an, mit XBMC. Gibt es da was oder habe ich das falsch in Erinnerung? Es gibt Add-ons, die sowas erlauben. Das ist allerdings noch mit sehr viel Handarbeit verbunden und basiert im Endeffekt auf einem Emulator, der dann im Hintergrund gestartet wird. Sowas wie Super NES oder teilweise bei den stärkeren Rechnern auch Wii. Das fällt momentan für einen Raspberry Pi eher aus, weil der von der Leistung nicht ausreicht. Gibt aber jetzt im Rahmen vom Google Summer of Code ein Projekt, was eigentlich neben der Musik und dem Programm auch noch eine Spiele-Rubrik einrichten möchte, wo das Ganze halt so ähnlich wie mit den Filmen, mit Bildern, mit Beschreibung zu den entsprechenden Spielen ausgestattet wird.
dass man dann halt auch eine kleine Beschreibung hat oder von wann das Spiel ist oder von welchem Publisher und so weiter. Da ist was in der Arbeit. Es soll auf jeden Fall, naja, in naher Zukunft auch möglich sein, das ordentlich, genauso wie die ganzen Filme sozusagen, zu verwalten. Welche Distribution läuft denn auf dem Raspberry Pi gerade, damit XBMC läuft? Da ist jetzt eine speziell angepasste Version für XBMC drauf, die nennt sich OpenELEC. Ist die sozusagen in der Zukunft Standarddistribution für den Raspberry Pi im Zusammenhang mit XBMC. Ist Linux-basiert, wird in dem Fall hier von der SD-Karte hier gestartet, ist sehr klein, sehr schnell, ungefähr 512 MB groß und ja, ist halt speziell für XBMC angepasst. Man hat also die ganzen Linux-Funktionen, man sieht von dem Linux gar nichts. Man hat einen SSH-Zugang, wenn man das möchte, das war es dann aber auch schon fast. Und wenn man jetzt seine eigenen Videos, die man vielleicht erstellt hat, zum Beispiel wie unser Podcast, da über eine externe Festplatte anhängt, wie einfach ist eigentlich so ein Setup, so eine externe Festplatte da ranzuhängen? Also wir hatten es ja auch am Stand schon mit einer externen Festplatte mal probiert. Im Endeffekt schließt man sie zum Beispiel bei USB an und die würde dann hier als Storage sozusagen angezeigt. Wenn man dann jetzt einen Videosordner drauf hätte, zum Beispiel hier, das ist jetzt unser Demosystem praktisch mit den ganzen Trailern, müsste man XBMC eigentlich nur noch darüber in Kenntnis setzen, dass in diesem Ordner Videos drin sind. Das kann man hier über das Kontextmenü machen, Change Content. Man kann das für Filme machen, für Musikvideos und für Serien. Und was XBMC dann macht, er scannt praktisch die Videos von der Festplatte und guckt in dem Fall bei der Seite The Movie Database nach und lädt sich dort die ganzen Informationen zu den Filmen runter. Die Bilder, die wir gesehen haben, die Beschreibung und trägt das eigentlich in eine SQLite-Datenbank dann ein. Und das führt dann zu solchen schönen Ansichten, die man dann auch dazu nutzen kann, sage ich mal, um spezielle Suchanfragen zu stellen. Zum Beispiel, wenn ich jetzt einen Film mir anschauen möchte, in dem ein bestimmter Schauspieler mitspielt. Zum Beispiel Alice Eve, kenne ich jetzt zwar nicht. Er würde jetzt hier alle Filme anzeigen, in dem diese Schauspielerin jetzt mitspielt. Genau. Und dann gibt es vielleicht gerade hier an den Messeständen immer wieder den Bedarf, Videos im Loops anzuzeigen. Geht das mit XBMC einfach? Wenn ja, wie? Oder müssen wir dann trotzdem noch mit einem Shell-Skript irgendwas machen? Nee, das geht ganz einfach. Wir brauchen es ja auch hier gerade auf dem Linux-Tag, weil die Systeme ja auch im Loop laufen, wie da hinten auch. Während also praktisch ein Film spielt, muss man eigentlich bloß... Moment. Von der Ansicht ausgehend, man geht ins Menü, man hat an der linken Seite dann diese Ansicht. Ah ne, Moment, jetzt bin ich kurz, ist doch ein bisschen aufwendiger. Es gibt hier eine Ansicht, die sagt, was wird gerade gespielt. Da zeigt er jetzt Iron Man 3. Und dann gibt es hier an der linken Menüseite sowas wie Shuffle. Man kann also praktisch zufällig auswählen, in welcher Reihenfolge die gespielt werden. Und kann dann sagen, Repeat All. Und dann werden die im Loop abgespielt, ohne Skripterei. Das ist ja fast wie, wenn man dann Musik abspielt. Ich denke, mit Musik geht das dann gleiche. Die haben das quasi auf Videos adaptiert. Du hast gerade, bevor wir mit dem Interview angefangen haben, gesagt, dass man eigentlich nur das ISO runterziehen muss und dann das in den Raspberry Pi reinsteckt und hochfährt. Wie sieht es denn mit Updates aus? Oder muss man dann immer wieder ein neues ISO ziehen? Das kann ich zeigen. Also die Updates sind bei OpenELEC integriert. Das Ziel ist ja auch, dass XBMC komplett von der Couch bedient werden kann, ohne dass man sich eine Tastatur auf den Schoß legen soll. Und bei OpenELEC ist es so, die Updates sind halt, die sind in dem extra OpenELEC-Menü hier drin, vermute ich mal, System-Update. Man kann sagen, mach mir die Updates automatisch, dann kriegt man in dem Moment, wenn eine neue Version rauskommt, ein Pop-up, kann das bestätigen, dann wird das aktualisiert. Oder man sagt halt keine System-Updates oder halt manuell ausgeführte. Es funktioniert also aus dem OpenELEC selbst heraus, wird das System geupdatet, inklusive Linux, inklusive XBMC. Okay, also mehr oder weniger ein Distributionsupdate ist es dann. Ja. Kurze Frage, weißt du, welcher Paketmanager da drunter läuft bei OpenELEC? Ein eigener. Ein eigener, okay. Möglicherweise ist es sinnvoll. Gibt es da so Unterscheidungen in Stable, Testing, Developer? Wir haben eigentlich drei Kategorien. Das, was wir jetzt hier sehen, ist der letzte Stable-Release. Version 12.2. Dann machen wir jeden Monat eine sogenannte Alpha-Version und es gibt täglich Nightly Builds. Die Nightly Builds sind praktisch die, die werden jede Nacht automatisch gebaut. Die sind die vermutlich unstabilsten. Am Ende des Monats ist es meistens so, da ist der ganze Source-Code am stabilsten, da machen wir die Alpha-Version.
und an jedem Anfang des Monats, die ersten 10 Tage, werden dann praktisch über das GitHub-System die neuesten Features reingezogen, um das Ganze wieder unstabil zu machen. Also wenn ich nicht so ein Frickler wäre mit meinem Arch auf meinem Raspberry Pi, den ich eigentlich auch genau für sowas brauche, Musik hören und Videos gucken, ja. Also auch so Tagesschau mal so im Podcast runterladen, und wenn das XBMC alles alleine für mich machen kann, vielleicht sollte ich nochmal so eine Karte abstellen und mal ausprobieren und damit mal booten und gucken, ob es mich überzeugt. Also hier am Stand bei euch überzeugt es mich wirklich. Vielleicht ein anderes Theme. Wie viele Themes gibt es eigentlich? Also für die letzte Stable-Release gibt es noch gar nicht so eine große Auswahl. Ich würde sagen 5-6 große, weil die Theme-Entwickler müssen natürlich auch ihre Themes für die neue Version immer updaten und kompatibel halten. Ich sag mal so, auf dem Raspberry Pi läuft jetzt hier das Standard-Theme. Das läuft eigentlich auch am flüssigsten, weil es auch von unserem Team sozusagen betreut wird. Wir wissen natürlich auch, worauf man achten muss, damit es nicht ganz so viel CPU-Last benötigt. Aber wir können ja mal schauen, was es hier als Auswahl noch gibt. Also wir haben hier Aenox, das ist ein relativ aufwendiges Teil, nicht zu empfehlen für Raspberry Pi. Und wenn uns das Internet nicht im Stich lässt, müsste man dann irgendwann auch noch eine Liste mit denen sehen, die wir im Repository bei uns haben. Ah, es sind schon einige. Ja, wahrscheinlich eine ganze Menge. Dann wissen wir auch gleich, wo die ganze Performance herkommt. Da steckt halt viel im Theme wahrscheinlich drin. Da wird sehr viel Logik drin sein. Und vielleicht gibt es auch irgendwann mal eine stabile API für solche Themes, damit man da sein eigenes vielleicht basteln kann. Naja, die API ist immer stabil in den Major-Versionen. Also Version 12, da wird sich die API für die Themes nicht ändern. Und da kann man gerne mal rumbasteln. Am besten man schnappt sich eins, was schon fertig ist, und passt es an. Okay, dann bedanke ich mich für das Interview und hoffe, ihr könnt halt am letzten Tag auf der Linux-Tag-Messe noch genug Leute finden, die sich davon begeistern lassen und es dann zu Hause installieren. Gut, vielen Dank.